Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 in der finalen letzten Folge. Bleibt bis zum Ende dran, denn zum Schluss kommen noch meine Theorien, wie das Spiel storymäßig aufgebaut ist und natürlich das geheime Ending. Ne? Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt bis zum Schluss dran. Ich muss doch wieder zurück. Also hier rein. Hier hört man ja nichts. Ich wette, ich muss da springen. Ich wette es. Ich wette es. Ich probiere es nochmal. Ich habe es nur falsch gemacht. Also. Nee. Man muss da nicht springen. Man muss da nicht springen. Gut. Ach. Vielleicht kann ich das Brett. Das Brett. Das sieht so aus, als wäre es nur angelehnt. Ja, klar. Okay, gut. Ja, gut, gut. Okay. Ihr habt es natürlich sofort gesehen. Jetzt kann ich über das Brett zurück. Ja. Perfekt. Ich frage mich auch, was mit der Musik auf sich hat. Alter, jetzt, diesmal falle ich nicht runter. Haha! Oh, und das scheint auch schon jetzt die letzte Etage zu sein. Obwohl ich mich ja da nicht drauf verlassen will. Geht das schon rein automatisch? Oh, ich wollte da noch hinten. Ach, ganz am Anfang hat Six doch auch so eine Spieluhr gedreht, ne? Die hat auch die Musik gemacht. Riesen-Six. Ah, okay. Ah! Was bist du? Hase. Oder Bär. Six. Hallo? Nein, ich tue deiner Dose nichts. Aber, komm, Six. Hallo? Hey. Doch. Komm. Hallo, ich bin's. Hey. Kennst du mich nicht mehr? Komm mit mir, komm. Ja, Y. Ich habe schon gecheckt, dass ich rufen muss. Oh mein Gott. Kommt jetzt mit, oder was? Leute? Muss ich an der einfach nur vorbei? Brauche ich den Hammer, oder? Oh, ich glaube, ich muss die Spieluhr zerstören, ne? Ja, ich muss die Spieluhr zerstören. Die wird so durchdrehen, wenn ich das mache. Tut mir leid, Six. Was ist jetzt? Six. Komm, komm. Ich hab's nicht böse gemeint. Nein! Six! Ah! Verdammt! Okay, ja, die Wut ist berechtigt. Raus! Da war doch vorhin noch ein Gang. Der ist jetzt nicht mehr da. Rein da! Rein, rein, rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, die ist jetzt echt wütend auf uns. Dann lass den Tisch stehen. Geh raus. Ja, Leute. Krass.
Ich dachte, das Spiel ist jetzt gleich vorbei, aber anscheinend kommt ja noch was. Ich mache jetzt einfach eine extra lange Folge draus. Eventuell schneide ich die in der Mitte, man sieht es ja dann. Aber ich bin jetzt zu gehypt, um jetzt aufzuhören. Hinten steckt eine Axt in der Wand. Komm. So. Ah. Ah, okay. Okay, die ist wieder friedlich jetzt. Oder? Six, bist du friedlich? Alter, was? Aha. Ich bin zu laut anscheinend, ja? Ah, okay, wegen dem Widerhall. Heißt, sie lässt die Dose dann allein, ne? Heißt, ich muss sie da rüber hängen. So. Dann. Ah! Oh mein Gott. Aha, das mag sie nicht. Aber vom Prinzip her ist es klar, wie weit darf ich denn ran? Ah. Ah. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja, okay. Also, man darf sich nicht lange nähern. Man darf nah ran, aber man darf sich nicht lange nähern. Weg, 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 weg. So. Knallt's. Okay, jetzt ist wieder dunkel. War's das? Ah. Anscheinend war's das. Leute. Hallo? Ah, da. Axt. So. Aha. Aha. Ih, die Wände. Ih, geht, geht, geht. Aha, aha, aha. Ja, 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 ich hab schon kapiert. Du magst mich nicht. Wenn ich hier durchgehe, dann komme ich wo raus? Ah, drüben. Okay. Aha, dann komme ich nicht hoch. Gut. Wieso gibt's jetzt die zwei Tore? Was passiert, wenn ich schreie? Aha. Das heißt, ich muss die Axt auf die Rampe legen. Ja, das geht. Nein, nein, nein! Das war zu nah. Das war zu nah. Vom Prinzip her funktioniert. So. Hier ablenken, dann. Darauf. Und dann auf die Dose. Sehr gut. Ja, und wieder ist es dunkel.
das was. Wieder eine Axt. Wir werden das ja wohl nicht so oft jetzt hier wiederholen, bis. Nee. Achso, warte mal kurz. Irgendwas kann da noch sein, oder? Das kann ja nicht das Ende sein. Vielleicht gibt es ein gutes und ein schlechtes Ende. Und je nachdem, ob man jetzt Six quält, ändert sich das Ende. Aha. Das wäre auch interessant, oder? Sind überall Türen mit Äxten. Immer wieder das gleiche Szenario, ja, okay. Naja, wir laufen noch ein bisschen weiter. Ich weiß, ich zögere die Folge hinaus, aber ist doch egal, oder? Hauptsache, wir sehen das. Nee, es sieht aus, als wäre das immer wieder das gleiche. Schade. Ah, diesmal liegt die Axt oben. Aha, aha, aha. Alter, wie? Was? Oh Gott, oh Gott. So Leute, ich habe es jetzt etliche Male probiert und ich glaube zu wissen, wie man zumindest die Axt kriegt. Also die Axt kriegt man, indem man hier schreit, da reinläuft, raufhüpft, die Axt holt und sofort gerade runterläuft. Weil da kriegt sie einen nämlich nicht. So. Danach müssen wir hier schreien, da hier zur Tür laufen, an der Tür schreien, durch die Tür laufen und zack. Oh mein Gott, Leute, echt 30 Versuche oder so. 30 Versuche. Eieieiei. Die Folge. Ja. Ganz zerbeult die Dose. Gib mir die Axt. Ja, er hat jetzt Angst vor uns. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte, die bleibt jetzt so. Oh. Komm schon. Gewalt ist keine Lösung, Leute. Nochmal drauf. So. Und jetzt? Ja, Six ist wieder normal. Und der Fleischberg geht auch zurück. Der kommt. Kommt auf uns zu. Raus, 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 raus. Lauf weiter. Lauf weiter. Lauf weiter, weiter, weiter. Auge. Was? 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 Oh nein. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. So. Ekelhaft. Ja, lauf, 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 lauf. Auf, lauf. Lauf, 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 lauf. So, hier stehen bleiben. Aber nicht lange. So. Rauf, rauf. Rauf, 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 rauf.
Rauf, rauf, rauf! Geh doch rauf, geh, 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 geh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, lauf, lauf doch, lauf doch! Da springen wir drüber. Nein! Six! Wie... Die Brücke schwebt jetzt, oder was? Ja! Rauf! Six? Zieh mich rauf. Six? Ja, Six? Nein! Was? Warum? Ich glaube, ich kann die Sprint-Taste jetzt loslassen. Gitti, gitti, gitti. Was kommt jetzt? Ein Stuhl. Ein Thron auf Fleisch. Kann man da noch was erkunden? Nee, kommt immer wieder der Stuhl, ja. I, ein Auge. Klatsch. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich der König des Fleisches. Jetzt. Jetzt bleiben wir hier sitzen. Und werden größer. Und größer. Und größer. Ach, wir sind der schwarze Mann. Am Ende.
Jo, Leute, das war's. Little Nightmares 2. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Genauso wie mir. Das Ende war ja richtig krass. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich als nächstes den ersten Teil spielen werde. Ich will wissen, wie es weitergeht für Six. Und ja, nachdem wir ja hier verraten wurden von der Six, ne? In der muss ich ja was verändert haben. Man hat es ja schon gemerkt. Vom Anfang an, die war eingesperrt. Dann der erste Mord mit dem Jäger. Dann in der Schule, als sie entführt wurde. Als sie sich gerecht hat an der anderen Puppe da. Krass, krass. Wo sie die Hand, die Finger gebrochen hat von der Hand. Sie hat schon so einen kleinen bösen Kern, die Six. Auf jeden Fall, ich werde jetzt nochmal alle Achievements holen, beziehungsweise alle Collectibles holen. Diese Glitches heißen die, die Geister von den Kindern. Denn das wird das Ende, also das wird halt das Ende verändern. So, wie sage ich das am besten? Mir wurde gesagt, wenn man alle Glitches hat, erwartet einen eine spezielle Cutscene am Ende des Spiels, nach den Credits. Und darum habe ich mir die Mühe gemacht und nochmal wirklich alle Level durchgespielt. Und man sieht es gleich im Hintergrund. Alle Glitches auch geholt. Man sieht jetzt auch gleich die Locations, wo die letzten gewesen wären. Also zwei waren es, glaube ich, im Wald, die ich übersehen habe. Im Irrenhaus habe ich witzigerweise alle gefunden. In der Schule war vorn draußen noch so ein Kind auf dem Spielplatz. Das sieht man fast gar nicht. Und, wo war noch was? Ah ja, genau, in der Stadt, da waren sie ganz gut versteckt. Einmal in der Kanalisation und einmal hinter so einem Klettergarten-Dings. Und ja, ihr seht es jetzt eh hinter den Credits, habe ich es eingeblendet. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, wir gucken uns jetzt einfach die Bonus-Cutscene an. Und dann geht's wahrscheinlich eh schon weiter mit Little Nightmares 1. Zumindest mit den Aufnahmen, ne? Wann das genau kommt, weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich eh im Anschluss. Schätze ich mal, damit es passt, ne? Also, hab mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei Little Nightmares 1 zuguckt. Oder bei einem anderen Let's Play von mir. Und ja. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.
So, Leute. Jetzt sehen wir dann gleich das alternative Ende, schätze ich mal. Bis jetzt sieht noch alles gleich aus. Gleich fleischig und so. Vielleicht, wenn wir schon mal hier sind, kann ich schon mal meine Theorie zu diesem Sendeturm erläutern. Und zwar, ich denke, der Sendeturm ist ein Lebewesen, das sich als Gebäude tarnt und durch sein Signal quasi Opfer anlockt, um sich selbst neue Teile zuzueignen, anzueignen. Hier Organe und so. Und natürlich auch Fleisch, weil er muss ja wahrscheinlich was essen. Und der Sendeturm braucht wahrscheinlich einen Agenten, in dem Fall halt den schwarzen Mann, um für neue Nahrung zu sorgen oder halt neue Teile, damit er weiter wachsen kann. Also ist dieser Turm das zentrale Böse in diesem Universum. Aber eventuell gibt es ja beim ersten Teil noch ein paar Antworten dazu. Den werden wir ja gleich im Anschluss spielen. Also meiner Theorie nach, ne, das alles so, alles dreht sich irgendwie um die Fernseher, um den Sendeturm. Man hat gesehen, bei dem im Krankenhaus, oder nee, was war das? Gefängnis, Krankenhaus, wie auch immer, beides irgendwie. Hat man gesehen, da waren so Masken an der Wand und man hat ja auch gesehen, was aus den Leuten wird, wenn sie so viel Fernseher gucken, dann fallen die Gesichter so ein. Ich denke, dass die Leute sich irgendwie dann ja, umoperieren lassen haben von dem Krankenhaus-Typi und dadurch so zu Halbpuppen, Halbmenschen wurden, weil der halt ein bisschen wahnsinnig war und ein bisschen zu viel weggenommen hat. Und auch der Typ im Wald, der Jäger, der hat ja auch so einen Sack über dem Kopf. Da hat man das Gesicht ja auch nicht gesehen. Ich glaube, dass übermäßiger Konsum von diesem TV-Signal die Leute einfach ja, verändert und auch ihr Gesicht verschwinden lässt oder wie auch immer. Ja, was gab es denn noch Prägnantes, was man da sagen kann? Naja, in der Schule könnte ich jetzt nicht sagen, dass man den Einfluss so stark gespürt hat. Die Puppen verstehe ich nicht ganz, wo die herkommen. Es kann schon sein, dass es da mal Kinder gab, denn da stand ja auch Essen rum. Und die Puppen haben ja, wie man sieht, nichts mit dem Essen gemacht, außer zu spielen. Und Ketchup auf dem Boden zu leeren und halt, ja, die woher sollen die wissen, was man mit dem Zeug machen soll, ne? Und die Lehrerin, ja, wieso sie so einen langen Hals hat, weiß es kein Mensch, glaube ich, aber naja. Jo. So, unsere Verwandlung ist vollendet. Wir sind jetzt der schwarze Mann, der Slenderman, der unter deinem Bett haust und dich schnappt, wenn du zu viel Fernsehen guckst und zu wenig YouTube guckst und wenn du keine Likes da lässt und keine Kommentare schreibst, dann holt er dich auch, der böse schwarze Mann. Nicht rassistisch gemeint, ne, Leute? Ich bin einfach so erzogen worden. Also nicht rassistisch, sondern mit dem schwarzen Mann so. Haben sie mich früher, haben sie mal Angst gemacht, damit ich schlafen gehe und so. Ja, jetzt darf man sowas wahrscheinlich gar nicht mehr sagen, glaube ich, zu seinen Kindern. Ja, passiert jetzt noch irgendwas? Irgendwie hätte ich mir schon erwartet, dass sich irgendwas ändert. Aber wir sehen nur den Korridor. Und? Ach, das ist neu. Das war letztes Mal nicht.
Okay, das war das Bonusvideo. Ja, ich wurde ja schon ein bisschen gespoilert. Es gibt ja sowas wie einen Hunger in Dark Souls, wollte ich sagen, in Little Nightmares 1. Und ich denke, das war gerade das Magenknurren, das zu diesem Hunger gehört. Den Hunger, den Six verspürt nach irgendwie, ja, alles Mögliche. Wahrscheinlich, um sich ganz zu fühlen. Kann auch sein, dass etwas von dem Turm, von dem Sendeturm in uns gelangt ist, durch wie auch immer. Oder halt in Six gelangt ist. Und dass sie jetzt die gleiche Verwandlung irgendwie durchmacht. Aber das werden wir ja alles im Little Nightmares 1 sehen. Was mir noch aufgefallen ist, ich habe mir das nochmal angeguckt, das Bonusvideo. Der Glitch von Six, der guckt auf das Plakat, das am Boden liegt. Kurz bevor der Magen knurrt. Und soweit habe ich mich auch schon informiert. Was man auf dem Plakat sieht, ist quasi das Level, in dem man bei Little Nightmares 1 spielt. Und zwar so ein Schiff soll das sein oder ein U-Boot, ich weiß es nicht genau. Ja, wir werden es sehen. Aber wahrscheinlich halt führt das jetzt zu der ganzen Sache, dass Six halt zu dem Schiff oder U-Boot oder Hafen oder was auch immer geht, um dort ja, den Hunger zu befriedigen, den sie mitgebracht hat. Ob man jetzt nochmal auf den schwarzen Mann trifft oder Mono trifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, da das erste Spiel ja vor dem zweiten rauskam und die Figur wahrscheinlich für das zweite Spiel entwickelt wurde, also am ehesten wird da wahrscheinlich nichts sein. Jo, was bleibt mir noch zu sagen? Danke fürs Zugucken, habe mich sehr gefreut. Danke für die ganzen Kommentare und die Likes. Und ich hoffe, wir sehen uns in dem nächsten Spiel wieder. Bleibt gesund und habt einen schönen Tag. Guckt nicht zu viel YouTube, also ein bisschen halt, aber nicht zu viel. Und ja, bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal.